Wer erinnert sich noch? Kilometer 7, Volksdorf Derichsweiler. Auf dem Weg ist aber das Gras jetzt schön hochgewachsen. Wunderbar. Wollen wir doch mal hoffen, dass die Spur Halloween noch genauso gut zu sehen sein wird. Sonst kriegen wir hier wieder Spaß. Schon mal Orientierungspunkte merken. Hier geht es weiter. Das ist normalerweise ein in Benutzung befindlicher Reitweg. Aber heute mit dem Gras hier, ist er das noch? Das ist natürlich interessant. Sag mal, reitet ihr hier nicht mehr? Doch, wie es aussieht, war das der originale Weg. Aber Leute, ist der zugewachsen. Meine Güte, ist der vernachlässigt hier. Fun Fact, Brombeerwachstum folgt einem festen Muster. Das ist genau dieselbe Stelle, die ich mir jetzt wieder aufgekratzt habe, wie neulich in Hausen. Ja, von wegen Halloween laufe ich nur Wege, die nicht im Wegenetz sind. Der ist definitiv im Wegenetz und in Benutzung. Also keine Klagen bitte. Wobei ich jetzt das ungute Gefühl bekomme, als ob auch dieser Weg vom Geheimtipp wieder zum normalen Weg gemacht wird. Warum sonst sollte jemand jetzt neben dem Weg schon in eine Spur gegangen sein? Das könnte der Grund sein, warum da eine Alternative gegangen wurde. Aber für eine Alternative geht es da zu weit weg. Hier ist eine weitere Spur. Soll ich das überhaupt zeigen? Oder ich zeige es trotzdem vorher und wir lassen uns nicht überraschen. So als Beispiel dafür, dass es hier immer mal wieder Überraschungen geben kann. Denn das sind jetzt nur zufällig ein paar Abschnitte, die ich streife. Ich werde keinen Streckencheck machen. Ja, Kenner wissen. Rechts, links, geradeaus. Im Augenblick kann ich sogar verstehen, warum Google Maps den Weg geradeaus weiter anzeigt oder anzeigte. Sollen wir da einfach mal... Hier ist doch anscheinend mal einer reingefahren. Ist eindeutig als Fahrspur zu erkennen, aber wie der Baum da mittendrin steht, kann hier schon länger keiner mehr gefahren sein, obwohl hier das reisig. Doch, hier ist tatsächlich, zumindest jetzt mal, ein Weg zu erkennen. Keine Ahnung, warum ich das damals nicht so erkannt habe, aber ja, je nach Vegetation und Jahreszeit sieht das immer wieder anders aus. Aber hier ist eindeutig eine Trassierung. Ich stelle mir die Frage, ob die jetzt hier im Gestrüpp endet oder ob wir da bis auf den Weg oben durchkommen. Das ist der Weg schon, ne? Ja, die Karte hat recht. Man muss nur genau hingucken. Denn hier haben wir ja, da geht es jetzt darum. Da geht es jetzt darum. Und das ist der Weg, der von da gekommen wäre. Sollen wir diesmal den hier nehmen? Wir haben ja hier Auswahl. Aber das hier sind wieder die bekannten Wege. Und bevor einer meckert, ja Steffen, da ist doch gar kein Weg. Da, wenn da Reiten verboten ist, ist da auch ein Weg. Ha. Sollen wir jetzt beruhigt sein, dass der im Stall ist, oder müssen wir Angst haben, dass er ausgebüxt ist? Ja, was ist das denn für ein Benehmen? Warum geht man nicht hier ordentlich durch das Drehkreuz durch, wie sich das gehört? Radspuren, Fußspuren. Alte Nordeifel-Trail-Tour-Route, gut besucht, wie ich sehe.
Mal sehen, ob das auf dem Stück auch durchhält. Ja, interessanterweise Spur zu sehen. Aber hier ist dann schon ein bisschen Suchen angesagt, um die richtige Schneise zu treffen. Das ist ja der Abschnitt, den wir jetzt nach der Änderung nicht mehr drin haben. Da sind wir. Richtig. Ja, wie man sieht, sind die Wildschweine hier mittlerweile unter sich. Das ist so verlockend. Aber der Trail hier, der Reitweg biegt links ab. Nehmen wir den zuerst. Ja. Doch. Man hätte jetzt fast denken können, die hätten uns verarscht, aber hier geht der Weg durch. Nur das Gras steht jetzt ein bisschen hoch. Das ist ja nett. So, hole ich euch mal auf Augenhöhe. Kein großer Unterschied, ne? Bin mal gespannt, wo der auskommt. Aha. Der nächste Querweg. Ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Das ist doch wieder Nordeifel Trail Tour. Eine Trailrunnerbank ist ja eigentlich eine Bank, die gar nicht mehr am Trail liegt und nur für Trailläufer erreichbar ist. Was ist das? Das ist jetzt ein Trail, aber etwa eine Bank, die eigentlich keine, zumindest nach Normbauart, ist. Auch hier den Pferdeäpfeln nach und der Spur nach benutzter Weg. Hoffentlich sind die nächsten Reiter Springreiter. Da drin ist doch nirgendwo ein Weg zu sehen. Warum ist dann hier eine Querungshilfe, die eindeutig auf einen Weg hindeutet? Mysteriös. Jetzt wollte ich gerade überlegen, ob wir Halloween dann nochmal die Originalroute nehmen, aber ich glaube, die ist jetzt arg zugewachsen. Mit der neuen Route sieht es auch nicht besser aus. Das ist jetzt hochgewachsen und bis hier eingezäunt. Da kommen wir her. Da waren die beiden Varianten, um runterzugehen. Aber wenn da hinten jetzt ein paar Wanderer sich da in den Wald wagen, kann ich ja nicht feige hier vorbleiben. Vielleicht gibt es da mittlerweile einen anderen Weg, einen neuen Weg. Am Zaun und dann links in den Wald gebogen. Ich sehe eine Spur, die hier weitergeht. Aber ich glaube eher, dass wir hier in der Kategorie Wildwechsel uns befinden und nicht in der Rubrik Alternativweg. Das heißt, für Halloween gibt es dann noch immer keine Entscheidung. Aber für heute nehmen wir das als Experiment. Hallo. Sollte der das sein, der Ausgang vom, wie heißt das hier, Hubertusweg? Ich ahne fürchterliches für Halloween. Aktueller Hinweis für die, die die Wanderwegweiser suchen. Da ist es. Nicht zu weit. Hier haben wir doch die Trampelpfade im Wald, der Finkenheide.
Einstieg in den Zaun des Grauens. Na, wie sieht's aus? Das kann lustig werden in gut 3 Wochen, falls einer mitläuft. Das ist klasse. Der ganze Weg hier ist von den Wildschweinen nochmal neu präpariert worden. Klasse. Querung am Hürtchenbach. In der Flut noch weggeschwommen, jetzt erneuert. Noch kann man über die Baumwipfel in die Ferne schauen. Ja, zwar eine Gabelungsmöglichkeit, aber der Wanderweg ist auf der anderen Seite geblieben. Würde ich mal sagen. Aber es kommt ja an derselben Ecke raus. Nee, es kommt nicht an derselben Ecke raus. Da habe ich mal wieder gelogen. Das ist halt mein Orientierunsinn. Hier ist jetzt so zugewachsen, dass auch das Wild wechselt auf freieres Gelände. Muss ja jetzt irgendwann wieder ein Weg kommen da hinten. Uff. Relativ frisch. Müssen wir den Kopf einziehen oder müssen wir den Kopf einziehen? Ja, müssen den Kopf einziehen, ist nur 1,83. Das Design trifft es. Achso, muss ich auch dazu sagen. Warum geht hier eine Spur rein? Bin ich wieder auf den Wildwechsel geraten? Denn der Trail kommt ja erst da hinten. Ich sag mal, das ist ein Wildwechsel. Und wer jetzt sagt, ich wäre feige, abgesehen vom Schlamm, sind das die Spuren vom Donnerstag. Das reicht für eine Woche. Wo mag ich wohl sein? Ah, hilfreich. Warum steht das nicht hinten an der Kreuzung? Ja, dann ist Notwehr angesagt, wa? Ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass das ein Weg ist. Jawohl. Wait a minute. Das sieht aber wie ein Weg aus. Etwas stachelig. Da geht's weiter. Das ist schon der zweite Querweg. Oder es ist doch nur ein Wildwechsel. Oder der Weg hier bog da ab, um nicht so steil weiterzugehen. Aber sagen wir mal, oder vielleicht weil den Leuten hier das Gestrüpp zu dornig war, ein Stück weiter links gegangen. Aber das brauchen wir nicht. Das ist frei genug. Jetzt kommen wir wieder auf den nächsten Weg. Aufstieg zum Engelsblick, wenn ich mich nicht irre. Das ist er doch da oben, oder? Und ja, da war ein Weg.
Warum haben wir jetzt hier den schönen Weg so fies geschottert? Dafür sind dann hier die Sitzbänke und Tische verschwunden. Merkwürdig. Nee, an der Straße wollen wir nicht. Vorbeikommen und ich weiß, was er machen soll. Ich meine, ich habe ja ziemlich dickes Fell, aber was sagt wohl der Otto Normalwanderer dazu? Hätte er das nicht oben hinschreiben können? Und jetzt bin ich sogar dazu geneigt, zu überprüfen, ob das überhaupt stimmt, dass man hier nicht durchkommt. Allein schon wegen der schofeligen Beschriftung, ja, gehe ich jetzt einfach mal hier rein. Ah ja, das kommt hier auf den Felsenrundgang. Und von der Seite ist nicht gesperrt. Einbahnstraßenregelung. Jetzt haben wir hier Sackgasse oder auch eine Einbahnstraßenregelung. Also es ist alles ein bisschen inkonsistent hier. Von der Seite ist gesperrt, von oben war wieder nichts. Und lass mich raten, die lassen die Leute jetzt vom Parkplatz bis hier rauflaufen, um dann hier zu sagen, es wäre gesperrt. Und nein, die Sperrung ist hier nicht angekündigt. Und da muss ich mal ganz klar sagen, wer so eine Verarschebeschilderung aufstellt, der darf sich wundern, wenn sie missachtet wird. Da würde ich sagen, Leute, geht einfach dran vorbei, wenn ihr so behandelt werdet. Hier fährt man auch immer vorbei, unser The Mystery Gate. Wo mag das wohl mal hingeführt haben? Da haben sie die Madonna geklaut. Ich glaube, das hier ist, seitdem das letzte Mal hier war, wieder reaktiviert worden. Die lagen das letzte Mal noch nicht hier. Sollen wir denn dann noch mal die Serpentine nehmen? Boah, scharf, ey. Was haben wir denn hier? Tag der offenen Tür. Am Funkturm. Ja, dann können wir auch mal Besichtigung machen, wenn schon offen ist. Ne? Da steht sogar eine Trittleiter, um hochklettern zu können. Seltsam. Ist das nur Trelle d'Oli oder ist das eine alte Fahrspur? Na, das lässt das Trailläuferherz doch höher schlagen, oder? Sowas lesen wir gerne. Wenn wir die Wahl haben, ja dann. Aha, ehemaliger Sportplatz Freuzheim. Also wenn das alles freigeschoben ist, um Schnittholz abzulagern, dann dürfte von dem Wald ja bald nicht mehr viel übrig sein. Oder bleibt da dann gar nichts mehr vom Wald übrig? Das sieht ja gruselig aus.
neue Wasserspeicher genick. Die Gartenanlage, und wir hatten es ja neulich aus der Entfernung gesehen, dass da ein Kran dran war. Jetzt wissen wir auch warum, denn aus dem alten Wasserturmgenick ist jetzt was geworden? Luxuswohnung. Jedenfalls, das Ding ist umgebaut. Lässt sich noch nicht konkret erkennen, was es wird. Ob privat oder Museum. Aber das sieht teuer aus. Aber die Aussicht da oben, die muss ja klasse sein. Da muss ich nachher mal nachschlagen, ob da was zu erfahren gibt. Da ist noch ein Bilderstock. Und der Trail. Und wenn wir eh schon dran vorbeikommen, dann filmen wir halt noch ins Radspuren, Hufspuren. Es sieht ja eigentlich wie eine Sackgasse aus, aber ich glaube, da geht es um die Ecke weiter. Jawohl. Da sind wir in Emken. Da haben wir Denkmal, da haben wir die Kirche. Ja, wo die Bahnlinie herkommt und was davon noch zu sehen ist, könnt ihr ja in den Spurensuche-Videos anschauen. Blick zurück über Emken nach Genick. Bahnhof. Jo, hab ich jetzt einen Abzweig verpasst? Das kommt hier wie ein ganz normaler Weg rauf. Also wenn ihr das hier als private Hintertürzufahrt habt, dann macht da unten doch bitte ein Schild hin. Das sieht doch original so aus wie einer der Wanderwege hier. Warum macht er da nicht ein Schild Sackgasse? Und wenn ihr kein Schild kaufen wollt, dann nimmt ein altes Stück Wäscheleine und spannt es da unten zwischen den Bäumen. Ausblick von Rollersheim. Wunderbar. Ja, soll man den nehmen? Ja, wie schreitet die Restauration voran? Hoffentlich fliegt er nicht weg. Ah, shit. Rechts liegt Berg, da haben wir Wollersheim. Marschverpflegung.